Wow! I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog von uns. Ja, wie ihr sehen könnt, wir starten heute mal direkt in Paulines Zimmer. Denn es kam gerade eine Lieferung. Es ist ein neues Bett. Das neue große Bett ist tatsächlich angekommen. Ich freue mich schon, wenn wir das nachher zusammen aufbauen. Der Alex hat mir versprochen, dass er es heute noch macht, damit wir das kleine Babybett abbauen können. Ja, vor außer Puste bin die Treppe hochgelaufen. Auf jeden Fall, dieses Babybett würde natürlich noch für die nächsten Jahre reichen. Wir haben uns für ein großes Bett entschieden, einfach aus dem Grund, dass man sich auch mit dazulegen kann. Gerade wenn das Kind mal krank ist, nachts schlecht träumt, dann muss man es nicht mehr ins Elternbett nehmen, was natürlich auch total schön ist. Aber wir haben auch noch zwei andere Kinder und es ist einfach irgendwie praktischer, wenn das Kind weiß, dass es halt in seinem Bett zu schlafen hat. Das ist eigentlich so unser Gedanke und wir haben es halt bei der Leona, bei unserer großen Tochter, genauso gemacht, dass sie mit 2 Jahren ein großes Bett bekommen hat. Das ist jetzt kein Doppelbett oder so, das ist ein ganz normales Einzelbett, 90 x 2 Meter. Ich kann euch gerne den Link dazu mal unten in die Infobox setzen. Das habe ich im Internet gekauft, schlicht weiß. Aber das werdet ihr noch alles sehen, wenn Alex das nachher aufgebaut hat. Dann werden wir hier so ein bisschen umräumen, aufräumen. In diesem Video wird es viel darum gehen, weiterhin alles so ein bisschen auszusortieren, umzuräumen. Das Bett ist natürlich 2 Meter lang, das heißt, der Tisch muss woanders hin. Vielleicht tausche ich den Tisch mit dem kleineren Tisch im Spielzimmer. Mal schauen, das Expeditregal, ob das da stehen bleibt. Ja, werden wir einfach mal gucken, wie wir das hier nachher gestalten. Die brauchen auch noch einen Nachttisch. Aber ich freue mich dann mega, mit ihr abends auch endlich Geschichten lesen zu können. Wir haben es sonst immer so gemacht, entweder auf dem Boden, auf dem großen Teppich oder mit Leona oben im Bett. Aber wir finden es einfach schöner, wenn zum Schlafen das Kind die Mama oder den Papa für sich alleine hat und nicht noch teilen muss. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass das Bett jetzt da ist. Hat eine Woche gedauert, ging recht schnell die Lieferung. Ich werde hier heute mit euch zusammen noch Spielzeug ausmisten, weil es einfach immer noch zu viel ist. Also der Kaufmannsladen ist überfüllt und die Kinder wissen, glaube ich, gar nicht, wie sie damit spielen sollen. Diese Küche wird leider gar nicht benutzt, obwohl die unten, wo sie unten stand im Wohnzimmer, total gut bespielt wurde. Ich bin jetzt überlegen, ob ich die wieder runterbringe, weil sie spielen ja halt doch noch unten oft im Wohnzimmer, wo wir halt sind. Dieses Puppenhaus zum Beispiel würde ich gerne ins Spielzimmer bringen. Dieses Puppenhaus ist wunderschön, aber es ist erst sicher, wenn Alex es an die Wand montiert hat, weil sonst kippt es um und fällt auf mein Kind drauf und das ist mega schwer. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Kallax-Regal aufbauen werde. Das ist ein 2-fach-Kallax-Regal. Das möchte ich hier noch gerne hinstellen für Spielzeug. Frieda hat ja sehr viel Spielzeug von ihrer Schwester übernommen, von Pauline. Da steht schon die Matratze für das Bett. Und dann kam heute noch mit der Post solche Aufbewahrungsregale. Dreht Kamera mal um. Weiße, dann so Fliederfarben. Es ist kein Rosa, es ist kein Pink, es ist kein Lila, es ist so ein schönes Mischmasch. Ich finde die Farbe perfekt für Leonas Zimmer. Diese Boxen sollen in die Kallax-Regale kommen, weil bis jetzt sind alle Boxen weiß. Ich finde das einfach zu steril. Deswegen darf es gerne etwas bunt werden in Leonas Zimmer. Das werde ich euch zeigen. Und dabei dann direkt auch Spielzeug wieder ausmisten. Ich werde mir einige Tüten mit nach oben nehmen. Und die gibt es relativ günstig auf Amazon. Ich weiß es nicht genau. Ich setze euch auch die Links dazu gerne mal in die Infobox. Da gibt es ganz viele Farben. Schwarz, braun, weiß, türkis. Alle Farben wirklich. Ich werde mal eine aufbauen und gucken, wie die von der Qualität sind. Ja, ich werde jetzt gleich die Kinder schon abholen. Der Alex hat jetzt bei den Fernsehgeräten überall einen Stecker entfernt. Das heißt, wir können im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, okay, im Kinderzimmer war eh nie eingesteckt, aber in den anderen Räumen können wir keinen Fernseher mehr sehen. Er möchte einfach mal ausprobieren, 1 Monat lang ohne Fernseher zu leben, was für uns jetzt nicht schwer ist. Aber ich finde es einfach mal interessant, wie auch die Kinder darauf reagieren, wie sich der Alltag dadurch ein bisschen ändert, weil wir halt abends vorm Schlafengehen halt immer schon mal Peppa Woods geguckt haben. Einfach für die Kinder so eine Abendroutine und die fällt halt jetzt komplett weg. Da muss man halt mit den Kindern noch mehr spielen. Also wir spielen ja abends eh richtig viel im Spielzimmer oder bei den Kindern oben. Ja, aber bin ich mal gespannt, das Projekt durchzuziehen. Ich werde meine Serien vermissen. Aber Alex hat gesagt, am Wochenende mal Deutschland sucht den Superstar gucken oder irgendwas ist auf jeden Fall kein Problem. Keine Ahnung, was er sich denkt, aber ich finde es nicht verkehrt. Ich denke, die Kinder wachsen eh genug mit Medien auf. Die ist einfach so zum Auffalten, dann kommt der Boden hier rein und dann ist die Box schon richtig stabil. Auch gerade Pauline, die ist dann nicht so stark, die kann die selbst dann rausziehen. Das ist richtig praktisch zum Festhalten.
Hier ist auch ein Deckel bei. Bei den IKEA-Boxen hat man keinen Deckel. Weiß ich auch nicht, ob ich das gut finde. Vielleicht sieht es aufgeräumter aus, wenn man die einfach so hinstellt. Aber ins Regal finde ich es, glaube ich, offen ohne Deckel praktischer, damit die Kinder sofort ans Spielzeug kommen. Ich putze jetzt gerade noch über meinen Esstisch. Ein bisschen klar Schiff machen, bevor die Kinder nach Hause kommen. Und bevor mein Mann nach Hause kommt, ne? Ich will ja eine gute Hausfrau sein. Nicht immer alles so ernst nehmen, ich mache mir Spaß, Leute. Ich bin auch so eine gute Hausfrau, auch wenn ich mal Chaos zu Hause habe. Ich finde, Ordnung ist nicht das Wichtigste. Da haben die Kinder nichts von, wenn ich den ganzen Tag nur aufräume. Aber so ein bisschen Unordnung darf ruhig sein und Chaos. Gerade mit Kindern, oder? Ja, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das so denkt. Das muss alles mal zum Bauhof gebracht werden. Hallo, Baby. Eigentlich hat sie eben gemeckert, ich dachte wirklich, sie hat Hunger. Aber jetzt ist sie gerade so schön mit ihrem Spielbogen beschäftigt. Jetzt lasse ich sie einfach ein bisschen spielen. Und der schöne Strampler ist von Fuchs und Bibi. Genau, die Flasche steht hier und wartet schon. Ich mache mich jetzt auf den Weg, hole die Kinder ab. Die Frieda ist schon eingepackt in ihrer Babyschale. So, jetzt fehlt nur noch die Decke. Ich habe gerade das neue Banner bekommen. Ich habe euch ja gesagt, dass 2018 endlich mal ein neues Intro kommt, neuer Kanaltrailer, neuer Banner, also ein komplett neues Design auf YouTube. Und das ist gar nicht so ohne, also es ist ja zeitintensiv. Ich hatte heute Morgen schon ein Babyshooting, also ich mit der Frieda dafür. Und dann läuft ja noch das Projekt, was im März kommt, und das ist ganz, ganz viel. Man denkt immer, ach, einfach mal so ein neues Intro. Ich mag es halt total gerne vor einer Leinwand halt, dass es schön aussieht und der Hintergrund schön steril ist. Ja, dass die Personen halt im Vordergrund stehen. Im Intro werde ich nicht alleine sein, sondern meine ganze Familie. So viel kann ich da schon mal zu sagen. Ich glaube, das passt ganz gut, weil ja, ich mache meistens nur noch Vlogs und das ist nun mal mein Leben und meine Familie. Ich könnte auch ein Intro für euch zusammenschneiden aus verschiedenen Videos und dort Szenen aus dem Alltag nehmen, aber ich finde das nicht so schön. Irgendwie gefällt mir das so besser. Vom Stil ist es so ähnlich wie das alte Intro jetzt, aber halt mit der ganzen Familie. Ihr könnt euch drauf freuen. Ich freue mich auch schon, wenn alles fertig ist. Und bald werdet ihr mehr erfahren. Zu allem drumherum. Was jetzt die nächsten Wochen auf euch zukommt und veröffentlicht wird und so. Dieses Projekt, wovon ich immer spreche, da habe ich jetzt auch, ja, seit über einem Jahr bin ich dabei. Also das ist unglaublich. So, nicht so viel rumgequatsche. Die Kinder müssen abgeholt werden. Und Alex kommt gleich auch schon von der Arbeit. Oh, es ist wunderschönes Wetter, ne? Normalerweise müsste man Zeit heute nutzen und spazieren gehen. Vielleicht heute Abend so einen Abendspaziergang. Ich darf heute mit Kevin fahren, mit dem Bus. Ganz ehrlich, das Bett kann noch warten, oder? Oh, könnt ihr mich noch sehen? Die Sonne. Wir gehen gleich erstmal wirklich spazieren. Das Wetter ist viel zu schön, um zu Hause jetzt ein Möbelstück aufzubauen. Schuhe aus. Wir benutzen unseren Wobbel immer als Sitzbrett, ne? Perfekt zum Schuh an ausziehen. Fertig. Fertig, genau. Die Mädels essen jetzt noch einen Joghurt nach dem Kindergarten. Ich setze mich jetzt noch dazu. Die Frieda spielt ein bisschen unterm Spielbogen. Da sind die Schnuckis. Du musst aber einkaufen gehen. Ich muss dafür einkaufen? Was willst du denn essen? Tomaten mit ein paar Reis und Bohnen und noch ein paar... Ja, das wünsche ich mir. Okay, Reis mit Tomaten und Bohnen. Seit wann isst du Bohnen? Was gab es denn im Kindergarten zu essen? Aber Reis und Paprikasoße, aber Paprikasoße wirklich nicht. Und morgen gibt's lecker Hotdogs. Hotdogs zu Karneval? Alle motiviert und gut gelaunt. Das geht's. Yay! Nicht, dass Pauline weint, weil das Bett rauskommt. Alex. Meinst du nicht? Nein. Komm, wir wetten. Ich sag nein. Live-Test. Ich sag, es passt nicht. Weil beim Umzug haben wir es auch auseinanderbauen müssen, um es hier reinzukriegen. Wir müssen es so oder so auseinanderbauen. Aber ich würde es eh noch nicht sofort verkaufen. Weißt du warum? Manchmal wollen die Kinder ja die Betten behalten wieder und die alten Betten zurückhaben. Ich hoffe, sie will da nicht drin schlafen. Als ob. Ich brauch's nicht wieder. Das hat mir das Wunder, ja. Über das Bett lag immer was, das können wir noch für Frieders Matratze benutzen. Jona, willst du uns helfen? Was? Bett aufbauen. Nein. Okay. Ja, das macht auch Spaß, darauf rumzulaufen. Also stand Matten, Lattenrost inklusive. Bitte schön. Wie die Pauline guckt, wie ihr Bett auseinandergenommen wird. Das kommt auf die andere Seite. Ja, ich passe auf, dass die das nicht umschmeißt. Alex sagt, oh, die Anleitung finde ich ja schon klasse.
Oh nein. Und jetzt hier Bretter. Da sieht man schon mal, wie es aussieht. Der Alex hat gelbe Säcke verlangt, da bekommt er die auch, ne? Pauline läuft hier auf den Paketen rum. Also, ich kann euch das Bett nicht empfehlen, weil es kaputt geliefert wurde. Ich hasse sowas. Da hat man ein Bett, wo man drauf schlafen will. Das andere Bett baut man ab und dann packt man aus und dann ist das Brett gebrochen. Wir werden es jetzt erstmal aufbauen, das Bett, und dann hoffen wir, dass wir das Teil nachgeliefert bekommen. Ich habe übrigens eine Umfrage heute gemacht auf Instagram und habe gefragt, wann eure Kids ein großes Bett bekommen. Und die Mehrheit war mit 1,5, 2 Jahren. Echt? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich dachte so mit 3 oder so. Aber ich glaube, es ist einfach der Vorteil, dass man sich wirklich mit ins Bett legen kann und kuscheln kann, ne? Hallo, was hast du da? Oh, willst du einkaufen gehen? Danke. Achtung! Das auch schon was raus. Hier ist kaputt. Und ich frage mich, wie das passieren kann, wenn hier doch ein Querstreben drüber ist. Kriegen wir auf jeden Fall ausgetauscht. Das ist ja quasi nur die Seiten kurz einmal abmachen. Aber ansonsten ist das ein schönes Bett auf jeden Fall. Jetzt kommt ganz wichtig der Rausfallschutz. Rollrasen. Den steckt man hier drauf. Ah, und dann. Tada! Und wenn sie älter ist, kann man es ja wieder abbauen. Braucht 2 Schrauben, Pauline. Eine Schraube. 2. Bitte. Ja, durch. Fein. Mädels. Ganz schön großer Einstieg, ne? Aber das geht ja hauptsächlich darum. Das ist doch die schönste Arbeit. Das lassen wir. Ich meine das Band nach. Unten? Was steht denn in der Anleitung? Oben, oder? Nicht erkennbar. Unten. Oben, unten. Unten. Guck, der Rausfallschutz ist auf jeden Fall hoch. Die kommt nicht rüber. Keine Schrauben mehr zu finden. Also das Bett ist schön niedrig. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht hoch. Selbst wenn sie da rausfällt, wird sie sich nicht besonders wehtun. Es passt auch perfekt von der Größe. Muss man aufpassen, wenn sie sich hier hinstellt mit der Schräge. Und das Spielzeug werde ich dann auch noch rausräumen. Vorsicht, Vorsicht. Die darf nicht so dick sein, nicht so hoch sein, die Matratze, weil sonst geht es ja hier über den Schutz, ne? Wir haben gerade was zu Abend gegessen. Okay, Pauline gefällt das, glaube ich. Ich will auf jeden Fall nicht mehr raus aus dem Bett. Katzenballe. Katke. Papa macht jetzt die Schubladen noch fertig, ne? 2 Stück für dein Spielzeug. Was wollen wir spielen? So. Hey, da klappen die Flügel aus. Hey. Na, Pauline tritt einmal hinten rein. So, dann haben wir hier noch ein Nachzieht hier. Das tun wir weg. Das haben wir 2-mal. Leona, hast du hier von die Schnur gesehen? Darf ich das für Frieda benutzen? Schenke ich dir. Oh, danke. Ein Ball. Ein Unfall, Unfall, Unfall. Der Supermarkt brennt. Oh nein. Können wir auch mal aussortieren, ne? Die Lok ist in deinem Zimmer, ne? Soll ich das reinsetzen? Da. Da? In die Kiste kommt jetzt, was aussortiert wird. Der Hund ist da drin. Hier haben wir noch so eine Holzautobahn. Nee, Rennstrecke. Und die Tür kommt hier rein. Das Feuerwehrauto vom Wohnmobil hat Leona schon richtig lange. Das war mit das erste Spielzeugauto, was sie bekommen hat. So, dann werde ich die Bälle aussortieren. Wir haben einfach genug Bälle. Damit spielen die gar nicht. Den hat Leona mal zum Weihnachten bekommen, ne? Spielst du gar nicht mit, oder? Nein. Warum spielst du da gar nicht mit? Wir haben auch Gummitiere, damit kann man richtig schön spielen. Das ist ein Pferdeanhänger, da kannst du da die Schleichtiere rein, so die Gummitiere. Jetzt wird damit gespielt, ne? Wenn man das mal rausholt. Jetzt kann man sich auch mal hinlegen, ne? Ja, und hier einfach nur chillen, oder? Ja. So, es ist mittlerweile schon abends und versuchen jetzt Pauline an das Bett zu gewöhnen. Sie möchte. Aber da hat sich der Papa schon zuerst reingelegt. Ah, oh, hier fehlt ein Kissen. Ja, sie braucht ein Kissen. Und sie hat jetzt einen Sternenhimmel da an. Habe ich im Keller noch ein Kissen? Guck mal, wo Papa ist. Papa macht Haie. Das ist süß. So, ich will mich jetzt an dieser Stelle verabschieden von euch.
Und ich sag bis bald. Gute Nacht. Tschüss, tschüss.